Ach, da ist auch ein Skelett. Ich möchte aber eher die... Hallo? Goldader? Sieht doch aus wie die Goldader. Gut, dann machen wir eben zuerst die Golderzader. Einmal streicheln, bitte. So, und Golderz hinzugefügt. Wir suchen Skelett. Ich will das Skelett nicht durchsuchen. Ich möchte die Golderzader abbauen. So. Ne? Haben wir jetzt hier gar nichts mehr? Ne, ist denn wohl wirklich keinen Golderzader? Naja, schade. Ich hätte gerne noch ein bisschen Golderz dabei gehabt. So, und ich habe jetzt die Vermutung, dass wenn wir hier das Gitter öffnen, dass wir dann irgendwie in unser Verderben ran. Deswegen. Ups, war das? Habe ich da nicht gerade eben Golderzader? Scheinbar nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ist möglicherweise nur ein weiterer Weg zurück, dahin, wo wir herkommen. Ach, ein Troll. Ja, geh mal aus dem Weg. Ja, Troll. Kein Problem. Sein Trollfett nehmen wir gern an uns. Ansonsten ist hier nichts mehr. Lydia, bist du da? Sehr schön. Na los, Troll. Und wieder mitten durch die Fresse mit dem Schwert. So gefällt mir das. Blasenpilz, sehr schön. Sehr schön von Heiltränken. Was wir auch mal wieder machen müssten. Immer mal eine Runde Alchemie einlegen. Oder eine, vielleicht eine ganze Alchemie-Folge. So, was haben wir denn hier alles? Eine Truhe. 3 Dietrich Gold und das. Und beschlagene Rüstung lassen wir liegen. Noch mehr Tollkirschen. Was hat es in der Urne drin? Bisschen Gold. Ja, ansonsten hat es hier nichts mehr. Okay, das heißt, wir können ja auch nichts aktivieren oder so. Ja, sieht wohl ganz so aus. Unsere Traglast ist, ja, noch 50 haben wir frei. Ja, könnte knapp werden. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch die Möglichkeit, den Hebel zu tätigen. Was anderes bleibt uns im Prinzip gar nicht übrig, wenn wir hier draußen nicht verfaulen wollen. Vorher wird aber nochmal richtig gespeichert. Speichern, zack. Und einmal Hebel aktiviert. Bin mal schwer gespannt, was für eine Wesenheit uns da dann am Ende entgegensteht. Ich meine, wir sind jetzt ja zum Glück nicht so sehr auf Magicka angewiesen, wenn er uns das immer abzieht, während er spricht. Lydia? Lydia? Liebste Lydia, wo bist du denn? Ich hab dich doch nicht verloren, oder? Da
Da bist du ja. Bin immer noch da. Ja, dann mal los. Komm mit. Du willst jetzt aber nicht sagen, dass du da nicht durchkommst, oder? Doch, geht doch. Weil, also, so sehr ich mich ja inzwischen auch alleine recht gut eigentlich wehren kann, ohne Lydia möchte ich da eigentlich nicht reingehen, weil sie ist doch schon eine recht große Unterstützung im Kampf. Und ja, ohne sie, ja, ich glaube, da wird auch ein bisschen was fehlen, also mir zumindest. So, sehen wir da durch irgendwas? Nee. Okay, ich würde sagen, ich speichere nochmal kurz schnell. Und dann begeben wir uns mal dahin. Aha, das sind schon mal Geister. Oder sowas ähnliches, die uns aber wohl nicht feindlich gesonnen sind. Da geht's mal noch hoch auf den Wehrgang. Starkes Gift. Oh, Gold und Heiltrank nehmen wir gerne mit. Hinten ist nichts. Was hat's denn da oben? Da hat's auch, ja, nichts. Gut, ist besser als gar nichts. Also, gehen wir doch einfach wieder runter. Dann bin ich mal gespannt, ob diese Geistteile uns irgendwann sehen. Scheinbar nicht. Immer noch nicht. Okay. Vielleicht müssen wir noch näher ran, damit sie uns bemerken. Aber es ist offensichtlich nicht zum Kämpfen hier. Aber was sind die denn dann da? Ah, es könnten doch vielleicht Überbleibsel von den Gefährten von Savos Aren sein. Nehme ich mal einem in den Weg. Es drückt mich weg. Okay, sie sind also stofflich. Tja, da ich jetzt nicht weiß, was ich jetzt mit denen machen soll, ignoriere ich die einfach mal. So gut es eben geht. Dann gehen wir erstmal da unten lang. Was uns ins Nichts führt. Ihr Lichter. Ehrlich Mutter, okay. Oh, die hält aber schon ein bisschen was aus, ne? Aua! Obwohl, so arg viel Schaden macht es jetzt nicht. Ist aber scheinbar in der Lage, Illusionen von sich selbst zu beschwören. So, wir gehen dann gleich mal her und wenden mal die... Na? Da habe ich ja die Heilung an. Hoffnung, dass wir sie noch verbessern. So, dann sind wir wieder mit Schwert und Schild ausgerüstet. Guck mal, was die Irrlichtmutter da dabei hat. Glühstaub und ein magisches Leichentuch. Ja, nehmen wir doch alles gerne mit. Das war nur ein Zauber. Die anderen Irrlichter sind wohl auch Geschichte. Ach, Glühstaub. Glühstaub. Da hinten war doch auch noch eins. Okay, das war jetzt eine nette Episode. Ich glaube, wir sind schon wieder in der Nähe eines Ortes, wo wir ein neues Wort lernen können. Auf
fallen wir jetzt mal eine Truhe. Mit Gold, Granatstein, Rolle der Geißel der Untoten und zwei Zaubertränke. Nehmen wir doch alles gerne mit. Was haben wir hier? Das sind doch Särge. Ist aber gar nicht traurige Art, solche Särge aufzustellen. Ich glaube, ich speichere nochmal richtig. Und dann gehen wir am besten mal ein bisschen vorwärts. Hat er euch gewarnt, dass eure eigene Macht euer Verderben sein würde? Dass sie nur dazu dienen würde, mich zu stärken? Halt, Moment, Feuergeist. Ach, komm. Wir knüppeln mal kurz nieder. Oh, da ein Buch dabei. Frostbiss. Kann ich schon. Was hat er sonst dabei? Ein altes Nordschwert. Nö, brauchen wir es nicht wirklich. Ah, okay. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir einen Frostbiss. Oh, was ist das? Voll des Eisstaches. Ah, guck an. Ich glaube, wir sollten auch bald unser Schwert wieder aufladen. So, da geht es, glaube ich, weiter. Aber wir gehen vorher erstmal hier hin, die Urne noch kurz durchsuchen. Gold, Granatstein. Amethyst, Gold. Ja, ansonsten war es das. Das heißt, uns bleibt im Prinzip eigentlich nur noch der Weg da rein. Nur noch eine Minute. Los, wir können jetzt nicht stehen bleiben. Wir müssen weiter. Wo ist Ilvali? Sie war direkt hinter mir. Tot. Irgendwas hat sie von hinten gepackt. Und ehe ich mich versah, war sie weg. Das ist Wahnsinn. Wir hätten nie hierher kommen sollen. Ihr habt recht. Es ist alles meine Schuld. Sollen wir umkehren? Zurückgehen? Ich denke nicht, dass es eine gute Idee wäre, zurückzugehen. Zurückzugehen würde für uns alle das Ende bedeuten. Wenn wir weitermachen, schaffen wir es. Wir werden es schaffen. Kommt schon. Ihr schafft es. Los! Ja, ich werde es schaffen. Ganz sicher. Okay, da unten hast du nur Pilze, glaube ich. Kümmern wir uns aber doch zuallererst mal um das Skelett da vorne. Das ist, glaube ich, auch noch so eine Irrlichtmutter. Sorry, Lydia. Entschuldigung, tut mir leid. So, ruheloser Drauger. Herzräuber. Schaden 27, Gewicht 3. Nehme ich mit. Geisterkriegshund. Ektoplasma. Erinnere mich auch jedes Mal wieder ein bisschen an Ghostbusters. Und du hast dabei, du Aschehaufen. Nichts von Interesse. So. Jetzt können wir uns unten mal in aller Ruhe umgucken. Weißkappe. Ja, das war's schon. Ansonsten gab es hier nichts wirklich Interessantes. Kommt. Seht eurem Ende entgegen. Ja, ja, ist recht. Zeig dich doch mal, Feigling. Ich könnte jetzt die Falltür öffnen. Ich könnte aber auch da vorgehen und mal gucken, was es da so gibt. Außer Pilzen und Todesstockenblumen.
Schauen wir doch mal kurz auf die Karte. Okay, ich kann jetzt da rumgehen. Labyrinth und Tribüne. Okay, also das heißt, es gibt noch einen weiteren großen Teil dieses Dungeons, der jetzt eigentlich dann demnächst kommen müsste. Dahinter ist nichts. Was es nicht unbedingt viel ist. Ach, so Spektraltraube wieder. Na. So, was hat er denn dabei? Noch ein Herzräuber. Ich nehme wieder mal alles mit. Noch so ein Traugewicht. Ah, da ist ein Goldbahn runtergefallen. Komm, schlag zu. Na gut, also so richtig viel Schaden machen die jetzt nicht, ne? So, aber ich darf auf keinen Fall überheblich werden. Bluträuber. Die Waffen nehmen wir doch alle mal mit. Vielleicht können wir mit denen noch was anfangen. Ich glaub's zwar nicht, aber wer weiß. So, dich habe ich auch noch nicht durchsucht. Zauberräuber. Aha. Da liegt auf jeden Fall ein kleiner Seelenstein rum. Mehr Pilze. Hier unten hat es jetzt ansonsten nicht besonders viel. Schauen wir uns auch nochmal oben um. Noch ein Golderz. Teller. Nee, Teller ist nichts für uns. Tja, sonst hat es hier oben nicht mehr viel. Gut, dann gehen wir... Geldbeutel? Nee, Becher. Ich hab schon gedacht, ich hätte jetzt gerade einen Geldbeutel gesehen, aber... war nur ein Becher. Und... ich glaube, jetzt wird es langsam... beginnt es dann ernst zu werden.